So, jetzt werden wir unser Problem lösen. Also, der Verkaufspreis ist der Grundpreis plus die Extras. Jetzt zudem kommen noch die 750 pro Fahrzeug und die Anmeldung zu 120 Euro pro Fahrzeug. Da gehe ich in meine extra Tabelle hier, setze und gebe die zwei Sätze ein. Anmeldung 20. So. Und kann dann jetzt meine Formel ergänzen, indem ich die Sätze gehe. Hier darf man das F4 nicht vergessen, weil dieser Satz darf sich beim Runterziehen nicht verändern. Plus dann hier genau dasselbe. So. Da habe ich jetzt den Preis und dann kann ich die Formel runterziehen. Und somit habe ich dann den Verkaufspreis gerechnet. So, jetzt kommen wir zum Formatieren. Wenn ich mir das Lösungsbild anschaue, alle zentrierten oben fett. Also markieren wir. Hier ist zentriert. Dann markiere ich die Überschriften und fett. Ich kann natürlich auch die ganze Zeile markieren und fett machen. Der Vorteil ist bei so einer Sache, wenn ich die ganze Zeile markiere, dass wenn ich diese Tabelle erweitere und weitere Überschriften habe, werden die automatisch fett. Okay. So, hier Verkaufspreis, man merkt, die Spalte ist zu klein, dann kann man dann per Klick setzt man die auf die optimale Breite. So, jetzt kommen wir zu Farben. Verkaufspreis soll blau sein. Die Textfarbe blau. Bei Extras, was war's? Bei Extras rot. Und hier war ein gelber Hintergrund und dann benutze ich den Eimer. Es soll alles fett sein. Also jetzt, wenn ich nochmal fett, dann ist das oben weg. Wenn ich habe jetzt auf fett geklickt, dann ist der Grundpreis nicht mehr fett. Und jetzt nochmal auf fett, jetzt sind alle fett. Das ist ja, was wir wollen. Und Farbe rot. Okay, und so haben wir dann das da jetzt. Da sind noch hier die tausender Trennpunkte. Und das kann ich dann Format. Formatieren. Zahl, Kommastellen, keine, 0 und tausender Trennpunkt. Okay, das ist mal das eine. Und hier genau dasselbe. Zellen formatieren, tausender Trennpunkt. So, und dann haben wir so die Lösung. Ja, passt genau.